Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Werewolf the Apocalypse. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Nicht wundern, falls sich ein bisschen was verändert hat. Ich, Vollidiot, hab 3 Folgen aufgenommen. Das wissen wir doch schon. Ja, ich habe 3 Folgen hintereinander aufgenommen und mein Aufnahmeprogramm stand aber noch auf Valheim eingestellt. Somit 3 Folgen komplett schwarzer Bildschirm. Und da man in dem Spiel auch nicht unbedingt selber entscheiden kann, auf welchem Speicherstand man spielt, beziehungsweise ich das auch einfach nicht getan habe, war natürlich der ganze Spielstand für den Arsch. Somit habe ich nochmal von vorne angefangen und so weit gespielt, wie wir schon waren, damit es hier im Let's Play weitergehen kann. Bin mir halt nicht ganz sicher mit den Geisterpunkten. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir die Elektropfeile drin hatten. Ich habe aber, glaube ich, einen halben Balken mehr, als wir davor hatten. Weil ich das jetzt mit den blinkenden Pflanzen endlich rausgekriegt habe, zeige ich euch dann bei der nächsten, was es damit auf sich hat. Und ansonsten kann es sein, dass ich hier vielleicht 1-2 Sachen noch nicht angetippt, angesprochen habe. Nur, dass ihr Bescheid wisst, sowas hier meine ich. This letter must have been sent just before the attack on the cairn. Dächte nämlich, das hatten wir schon. Wir nehmen das hier noch mit. Und natürlich auch noch eine Flasche. Und dann machen wir gleich weiter in der Story. Wir waren ja zum Glück noch nicht ganz so weit. Deshalb war es jetzt keine Riesenarbeit, nochmal hierher zu kommen, zu dem Standpunkt, an dem wir die letzte Folge beendet haben. Dusk, what are you doing here? I thought I told you to keep clear. You really thought I'd leave you behind like that? You should know me better than that by now. Besides, looks like you need all the help you can get. And I really don't want to lose my front row tickets to the Cajal show. Das hat getan, uns zu helfen. Es ist nicht sein Kampf. This isn't your fight. Yeah, well, I think that's for me to decide. Well, if you really want to help. I'll go look after the injured. I rang the Weatherstormers and asked them to lend us a hand, too. Don't worry about me. You just do what you gotta do. Ein netter Mensch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den in der letzten Folge schon angesprochen haben. Falls ja, tut's mir leid, dass ihr es doppelt hören musstet. Ist dann schwer auseinanderzuhalten, wenn man es halt alles schon gespielt hat, was da jetzt nun in der Aufnahme schon drin war und was nicht. Aber ansonsten sollte nicht viel doppelt passieren. Agnes didn't even know how to fight. He was a spirit healer. A caretaker of children. Endrin doesn't show anyone mercy, and we won't either. Das ist schon grauenvoll. Armer Wolf. Oh, und ich laufe noch direkt über die Leichen drüber. Es tut mir leid. Hier haben wir so eine Pflanze. Ich hatte mich ja gewundert, was es mit den Dingern auf sich hat. But how? She was in the back, tending to the wounded. It's all my fault. They had a sniper. I just couldn't take him out in time. Mach dir keine Vorwürfe, Kleine. Ich finde es schade, dass wir die Waffen nicht aufsammeln können. Und zwar müssen wir einmal hier in diesen Modus gehen und dann können wir an der Pflanze auch die Aktionstaste gedrückt halten und füllen unsere Geisterpunkte auf, mit welchen wir unsere Fertigkeiten dann verbessern können. Also die Dinger immer gut einsammeln. So, wir quatschen jetzt mit dem hier. Aber sie war pregnant. Sie wussten es auch. Die Fuckers lachten über es, als sie es taten. What about Xander, her husband? He saw it happen, and they shot him right after. Sozusagen ein Doppelmord. Ja, wir sprechen hier gleich mit dem Typen, der ist eine ziemliche Schlaftablette. Ich werde es mir selber unten durchlesen und nach der Zeit dann einfach jeweils Dialog für Dialog überspringen. Ansonsten ist das halbe Let's Play nur mit dem Typen hier voll. Ihr werdet es gleich sehen. Since I last felt your presence, warrior. It's been nearly as long since anyone called me that. Your cairn needs you, and the wild has need of your the Eater of Souls is fighting with all his might to take control. The corruption takes many forms, but the effects, you must help us fight. Lass ihn fortfahren. Wir fragen ihn mal über Edenna. Came back to find my daughter. Have you seen her? Ah, Adana. But you fear for her safety then?
She too, but do not worry. You both walk the same path. You to fight your battles. You power I can provide by helping. Thank you, Yifen. You may find lost spirits during your travels. One last request before you depart. Many you will find their bodies both inside your penumbra vision. Soothe their souls and send them to me. I will if I can. But my priority is Endrin's training center. Weaken the forces of the worm there. Gaia needs you. Ja, ich hoffe, es war okay, das ein bisschen zu überspringen, als ich es in meiner fehlgeschlagenen Aufnahme gespielt habe. Hat das einfach wirklich zu lange gedauert, weil der Typ, der Yifen, ihr habt's gesehen. Oder gehört, besser gesagt. Ich glaube, der hat zu viel geraucht, bevor der mit uns ins Dialog getreten ist. In den Dialog getreten ist. So, wir sollen hier auf jeden Fall unsere Geisterbrüder befreien. Ceres, Gaia thanks you for your sacrifice. Now go. Yifen is waiting for you. Save the forest, Gahal. Drive out the worm. Sieht schon mega cool hier aus. Den ersten haben wir. Dass die Dialoge natürlich ansonsten komplett drin, weil an sich geht's von der Geschwindigkeit. Aber mit dem Typen, das war mir dann doch zu heftig. The forest shrinks a little more each day. Na, hat das jetzt nicht gereicht? Aber es stand jetzt nicht oben da, dass wir den zweiten Geist haben, oder habe ich es übersehen? Naja, werden wir dann sehen beim nächsten. Oh, wir sollen wieder hoch zu Rodko. Gucken natürlich noch ein bisschen. Einmal hier herum. Er hält seinen Posten, das ist okay. Weiß nicht, kommen wir hier hoch? Ja. Aber hier oben sind keine weiteren Geister. Der Krieg hat ja unten stattgefunden. Ah, die sammeln wir dann ganz in Ruhe ein. So, Rodko. I want to see Fen. He's gotten so weak. Please, Rodko, let me help you. Let me deal with this training center. Why is it that you care now, Cahal? We were so easy to ignore when we weren't right in front of you. What? You want to be part of the pack again? I want to help the pack. I want to protect Adana. But you don't intend to rejoin us. I've already given in to rage and killed one of our kin, Rodko. I can't take the risk of doing it again. You already know I disagree. Nonetheless, we are united by those we mourn. So I'll accept your help. Ja, Endron Trainingszentrum. So what can you tell me about this so-called training center? Ava managed to get a hold of the mine blueprints to help us prepare for our previous attack. The site's weak point is its power supply. They apparently haven't had the time to give it a proper upgrade. The whole thing is powered by one big propane tank, just like it was when it was a mine. I see. So if I blow up the tank, the whole mine will cave in, taking the training center with it. Then we'll need explosives. You'll be happy to know I didn't come back empty-handed. I'm aware. I met your new friend, Dusk, right? He gave me the explosives you two stole. We've still got a problem, though. You don't know the layout of the site, and I'm too injured to go with you. Huh. I don't like touching the stuff, but I suppose I'll use Ava's radio equipment to guide you. That should do the trick. Perfect. So we'll stay in radio contact. Take the explosives and go. Good luck, Cahal. Er sagt viel Glück, Cahal, und es wird übersetzt mit viel Glück, Bruder. Okay, hier haben wir den Sprengstoff. Dusk, my friend, I owe you one. Brauchen anscheinend gar nicht so viel. Und damit geht's jetzt ins Trainingszentrum. Und dort einmal den riesen Propangastank in die Luft zu sprengen. Hier haben wir nochmal
einen Geisterpunkt, oder nicht einen ganzen, aber jetzt könnten wir einen vollen haben. Jawohl, 2 Geisterpunkte können wir schon wieder vergeben. So, die Elektropfeile würde ich auf jeden Fall so lassen. Wir können es auch, glaube ich, nicht mehr wegnehmen. Wenn du Feinde ausschaltest, erhöht sich nun der Zorngewinn. Zeitlupe wird aktiviert, wenn du mit der Armbrust zielst. Ist an sich cool, würde ich machen. Wenn ich da an die erste oder zweite Folge denke, da haben wir ordentlich verloren, weil wir zu lange gebraucht haben mit der Armbrust. Und dann können wir mal beim Kampf noch gucken. Kann nun in der Luft mit Rasen angreifen. Nach einer Heilung stellt der Greenos nun zusätzliche Gesundheit wieder her, wenn er Feinde trifft. Machen wir. Wenn wir uns natürlich heilen und danach noch bei jedem Gegner ein bisschen was abkriegen an Leben. Kann das nicht verkehrt sein. Kleine Kommandozentrale, was haben wir hier noch? Wir gucken mal noch schnell drauf. Ludmilla, ich habe deinen Brief bekommen. Du weißt, dass du zu mir hättest kommen können, um mit mir zu reden. Aber ich verstehe dich. Über so etwas zu reden ist nicht gerade meine Spezialität. Danke, dass du mich hast wissen lassen, dass du für mich da bist. Es ist nicht immer leicht, die Rolle des Rudelanführers zu übernehmen. Ich muss eine gewisse Distanz zu allen anderen wahren. Also ist es nun mal. Aber du bist immer noch meine Schwester und ich bin froh, dass du zu meinem Rudel gehörst. Rodko. It's true. Rodko did change when he became pack leader. Nö, mit ihm sprechen wir jetzt nicht. Go, Fiona Warrior, and survive. Wir werden überleben, da bin ich mir sicher. Leandra, be at peace. I will protect the Cairn. Go to Ethan. Of course, all. I'm glad I got to see you. One last time. Mal gucken, ob das jetzt 2 oder 3 ist. Tatsächlich nur 2. Den einen haben wir irgendwie nicht bekommen. Ich hoffe mal, dass der nachher noch da ist. Iron Wind, your struggle is over. Ifen is waiting for you. Kahal, keep fighting. Protect the Cairn for me. Machen wir. Ja, ich hoffe mal, dass wir das dann nachher nochmal erledigen können. Nicht, dass ich durch mein Weglaufen jetzt hier irgendeinen Bug hervorgerufen habe. Then perhaps I need to enlist. Also das ging da ein bisschen schnell. Hat sich das Spiel revanchiert für den Ivan. Das konnte ich gar nicht komplett lesen. So, wir können hier runter. Fällt natürlich überhaupt nicht auf, dahin beim Trainingszentrum, dass wir hier... Huch. Wir können. Dass wir hier mitten aus dem Wald runtergesprungen kommen. Humid-Bereich. In einigen Bereichen kann sich Kahal in Humid-Gestalt frei bewegen, ohne entdeckt zu werden. Okay, na, als Wolf sollte ich jetzt nicht lang laufen. So, wir werden jetzt einfach direkt zornig und flanken die alle komplett weg. Ne, wir gehen natürlich hier zu ihm. Ein schönes Holovisier. You here to enlist? Bist du wegen der Rekrutierung hier? Nachfragen, Lügen, die Wahrheit sagen. Wollen wir mal die Wahrheit sagen? Ich habe beim letzten Mal Lügen gedrückt, als ich es aufgenommen habe. Wir machen es einfach mal. No. I'm here to blow up the fucking mine. Oh oh. You trying to be funny, asshole? Or just hoping to get shot? If you're not here to enlist, you can get the fuck out. Doesn't look like we'd be losing out on much. Easy now, just trying to lighten the mood. Yes, of course I'm here to join up. All right then. Go report to the instructor for testing. He's in the warehouse. Oh, and one last thing. Looking at you, it's pretty obvious you've done some time. Try not to mention that. The instructor hates ex-cons. Hä? Also erstens, warum wie ich aussehe? I've got a candidate for you. Ich finde uns eigentlich recht schnieke. Warum ist es offensichtlich, dass wir im Gefängnis waren? Bisschen komisch, dass wir nur einen Handschuh anhaben, aber für mehr hat es vielleicht einfach nicht gereicht. Bezahlung im Rudel, im Kern, ist nicht die geilste. Alles klar, vielen Dank. Dann gehen wir doch mal dahin. Ich wollte schon wieder direkt hier in so einen Lüftungsschacht.
klettern. Aber wir lassen das erstmal. Waren eh zu. I'm here to be recruited. You? How'd you make it through the physical without breaking a hip? Was ist hier los? All right, Gramps. Let me just find you on the list here. Da wird er mich nicht finden oder einen Namen erfinden. Wir sind mal ehrlich, vorhin haben wir gelogen. I'm not on your list. I beg your fucking pardon? So, what's your story? Über Söldner reden, über Geld reden, eine Vorbestrafung erfinden. Vorbestrafung sollten wir nicht nennen. Geld wäre eine Geschichte, aber die suchen ja, glaube ich, Söldner. Protection, Assault, Extraction. I've done it all. That's what I like to hear. You're just the sort we're looking for. And let's get down to business. You ready for the interview? Stell deine Fragen. I'm ready. Let's start with a technical question then. Our assault troops are equipped with a new type of pump-action rifle. What kind of sight is it equipped with? Natürlich ein Holovisier. A holographic sight. That's right. Let's talk Endrin now. The company has an internal motto for those in the know. Can you tell me what it is? Das haben wir jetzt nicht gehört, aber als ich die letzte Aufnahme gemacht habe, hat das irgendjemand im Hintergrund geplappert. Daher wusste ich's. Ich werde es jetzt mal nehmen. Und zwar, was war's denn? Das nicht, ein grüneres Heute? Nee, grünere Aktion im Dienst der Biosphäre. Greener action serving the biosphere. Look around, you dumbass. Do you think Endrin gives a shit about going green? That's just the swill we serve the masses. Okay, enough of this paper-pushing bullshit. I know a combat vet when I see one. Welcome to Endrin's training program. Head over to the waiting room. Someone will come get you new recruits in a few minutes. Understood. Wir haben es geschafft. Bin ich jetzt doch wohl zu schnell hierher gelaufen? Wie gesagt, in der letzten Aufnahme hat das irgendjemand, genau wie mit dem Holovisier, gerade einfach im Hintergrund gequatscht. Mit den ihren Motto. Schwestern? Sehen sich doch sehr ähnlich. Und bis auf so einen kleinen Unterschied waren sie auch beim selben Friseur. Wir fallen hier natürlich gar nicht auf. Our training center is in the middle of an old mine. One of our officers should come by to escort you soon. Alle dieselben Klamotten. Macht er denn mit seiner Hand? Hat er sich den Ringfinger gebrochen? Man weiß es nicht genau. Gut. Genügend gequatscht. Wir machen hier mal weiter. Tür auf. Fahrstuhl an. Müssen wir mal schauen, aber hier... Da stehen zwei Wachen, aber ich glaube, die sind im Nachbarraum. Ja, die sehen uns nicht. Und einmal den Fahrstuhl hoch. Oder runter. Oh cool, wir haben einen Geisterpunkt bekommen. Wofür? Das braucht dann jeweils mehrere Punkte. Wir können ja mal gucken. Dein Armbrustlader kann nun zwei zusätzliche Pfeile aufnehmen. Beim Zielen mit der Armbrust können mehrere Ziele markiert und verkettet getötet werden. Das wäre natürlich richtig cool. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal die Situation, dass wir halt einen nicht umbringen konnten, weil ein anderer das gesehen hätte. Und vielleicht können wir das damit ja umgehen, wenn wir zwei Leute hintereinander gleich umbringen. Wir sparen uns mal noch einen Punkt und erweitern unsere Fähigkeiten damit. Muss ich mich jetzt verstecken? Nee, musste ich glaube ich nicht. Alles auswendig im Kopf habe ich jetzt. Oh Gott, doch, musste ich. Ja, alles auswendig im Kopf habe ich jetzt auch nicht mehr. So viel merke ich mir dann doch nicht, auch wenn ich es schon mal gespielt habe. So, er kommt jetzt hier hinter, wundert sich, dass der Fahrstuhl leer ist. Lauf noch ein Stück weiter. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht pfeifen oder Steine werfen können. Huch. Haben wir einen kleinen Breakdance-Move gemacht.
beim Ableben. Ja, ich fände es cool, wenn wir pfeifen oder Steine werfen, sowas in die Richtung könnten. Dass wir die Wachen noch etwas lenken. Aber ist leider nicht so vorgesehen oder es kommt erst noch. Gut, die sehen mich nicht. Naja, ein bisschen. Oh Gott, wo ist denn da noch einer? Hä? Unter der Kiste? Egal. Trennt euch. Ja, ich glaube, umbringen brauchen wir hier erstmal niemanden. Und ich sehe gerade, wir sind leider schon wieder an einem Folgenende. Dann machen wir hier an der Stelle Schluss und morgen 16 Uhr geht's da weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut.